Gehen wir alle runter und dann wird Italien im Prinzip ihre Jungfernfahrt machen. Das soll der Anfang von der Tübinger Stadtbahn sein. Die ersten 100 Meter sind eingerichtet. Viel Spaß! Und zwar haben die Gebrüder Märklin im Jahr 1891 auf der Leipziger Ostermesse die erste genormte Eisenbahn vorgestellt. Eisenbahnen gab es ja schon früher, auch als Modell. Und diese genormte Bahn wurde von anderen Firmen, also die Normung wurde dann nachempfunden und es hat sich weiterentwickelt. Und ab dem Moment der Normung konnten die Eisenbahnen variabel aufgebaut werden, Schienen waren genormt, man konnte Gleisfiguren bauen, die Kupplungshöhen und die Kupplungen waren genormt. Und das hat das Ganze dann eben zu dem Systemspielzeug gemacht und später zur Modelleisenbahn.